Eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima ist ein Format, das wir 2010, 2011 übernommen haben und mitentwickelt haben von der IBB in Dortmund. Wir wollen damit erinnern an die beiden großen Katastrophen. Zuerst standen natürlich die Liquidatoren im Mittelpunkt. Nachher ging natürlich immer mehr in den Punkt Zukunft rein. Wir wollen debattieren über Alternativen zu Kernenergie. Wir wollen aber auch den Klimawandel jetzt immer mehr in den Mittelpunkt unserer Debatten stellen. Bis hin jetzt sind wir dabei, mal auch in die Gesellschaftssituation mal reinzugucken. Wichtig sind ja uns die Gäste, die wir dabei haben. Wir machen das ja nicht alleine, dazu sind wir gar nicht in der Lage. Wir haben Zeitzeugen dabei, sogenannte Liquidatoren, Liquidatorinnen aus Belarus, der Ukraine, die mit uns kommen aus Japan. Wir haben Expertinnen und Experten dabei, die was erzählen zu den Themen, die wir anbieten, je nach Sachlage. Ja, ich finde den Austausch mit den Schülern und den Bürgern in Deutschland über Energiewende und Fukushima sehr wichtig, weil die Europa und Japan jetzt wieder für Atompolitik gehen wird. Ja, es ist sehr wichtig, mit jungen Leuten über Fukushima oder Atomenergie zu unterhalten, diskutieren. Weil die jungen Leute haben vorher nicht viel Gelegenheit gehabt. Sie haben den Atomunfall nicht selbst erlebt. Ich möchte selber in einer nachhaltigen sozial gerechten Welt leben. Aber in Realität ist gar nicht so. Es gibt viele Schwierigkeiten, Probleme. So möchte ich mit Bürgerinitiative, Bürgern zusammen für eine nachhaltige Gesellschaft kämpfen. Ich liebe meine Heimat, Fukushima, aber die Atomkraftwerkunfall ist alles zerstört. Deswegen ich möchte die Gefahr, die vom Atomkraftwerk mitteilen. Wenn ich sage, ich komme aus Fukushima, dann die deutschen Leute denken, oh Fukushima equal Atomkraftwerksunfall. Das ist für mich sehr schade. Deswegen ich möchte teilen Fukushima Präfektur und Stadt Fukushima und die Region im Atomkraftwerksunfall ist sehr unterschiedlich.